Im dritten Abschnitt siehst du, dass die Reihenfolge vollkommen durcheinander gekommen ist im Text und deine Aufgabe ist, das wieder zu korrigieren. Um jetzt also den ersten Satz an den Anfang zu stellen, markierst du ihn mit der gedrückten Maustaste und zwar mit dem Absatzzeichen. Dann wählst du Bearbeiten, Ausschneiden oder du kannst dir gleich diesen Befehl merken, Befehl X. Gehst vor den ersten Satz, wie er im Moment ist und wählst Bearbeiten, Einfügen bzw. Befehl V. Und jetzt also im Schnelldurchlauf den nächsten Satz überfahren, Befehl X, an den Anfang des zweiten Satzes Befehl V und so weiter und so fort. So, jetzt bin ich soweit. Noch ein nächster Trick. Manchmal gibt es ein Wort, das konsequent falsch geschrieben wurde oder ein Wort, das einfach nicht passt. Ein Name vielleicht, den man ändern muss im ganzen Text. Und um sicherzustellen, dass du ihn nirgends übersiehst, manchmal ist es ja dann ein bisschen mühsam bei sehr langen Texten, gibt es eben die Suchfunktion. Ich kopiere zum Beispiel jetzt dieses sollst und in allen Geboten soll dieses sollst geändert werden. Ich setze es hier bei diesem Lupensymbol ein mit Befehl V. Ich suche also nach sollst und du siehst sofort, Word markiert mir jedes einzelne Wort, wo es vorkommt, jede einzelne Stelle, wo es vorkommt. Und natürlich könntest du es jetzt manuell ändern. Es gibt aber einen viel besseren Trick. Hier mit diesem Dreiecksymbol wählst du Ersetzen und du hast hier diesen Ersetzen-Befehl und kannst stattdessen jetzt ein anderes Wort, du musst beispielsweise, einsetzen. Mit alle Ersetzen wird sogleich jedes einzelne Wort durch diese Alternative ersetzt. Falls du das jetzt fälschlicherweise durchgeführt hast, kannst du mit Bearbeiten rückgängig alle Ersetzen wieder zum ursprünglichen Zustand zurückkommen. Über dieses Zahnradsymbol hast du übrigens noch die Möglichkeit, eben weitere Einstellungen zu machen. Du kannst zum Beispiel eben die Groß- und Kleinschreibung ignorieren. Beispielsweise wird dann eben auch bei zusammengeschriebenen Wörtern trotzdem das Wort korrigiert, obwohl es eben nicht genau gleich geschrieben ist wie das ursprünglich gesuchte. Das ist sicher sehr praktisch. Ich brauche diesen Befehl meist eben für doppelte Leerschläge, die ich eben nicht einzeln im Text suchen möchte. Hier habe ich so einen, ich kopiere ihn, Befehl C, Befehl V bei Suchen und ich ersetze ihn durch einen einzelnen Leerschlag, alle ersetzen und sogleich ist im ganzen Text dieser doppelte Leerschlag durch einen einzelnen ersetzt. Das ist doch eine sehr praktische Möglichkeit, um den Fehler überall zu korrigieren.
Ein letzter Hinweis noch zu diesem dritten Abschnitt. Du siehst, ich war da nicht konsequent mit den Anführungszeichen. Ich persönlich mag diese französischen Anführungs- und Schlusszeichen. Hier haben sich aber noch die Deutschen dazwischen geschoben. Nun, dieses Zeichen hier, dieses französische, ist auf der Tastatur nirgends zu finden und trotzdem muss es ja offenbar existieren. Hier hilft dir das Tastaturmenü oder die Tastaturübersicht weiter. Falls bei dir am Bildschirm dieses Symbol nicht erscheinen sollte, hier als Erinnerung unter Systemeinstellungen, Sprache und Text, Eingabequellen, hier kannst du dieses Symbol ein- und ausblenden und künftig hast du dann Zugriff auf dieses Tool. Nun jetzt aber zurück zu dieser Tastaturübersicht. Da musst du ein bisschen pröbeln, indem du die verschiedenen Tasten drückst. Jetzt siehst du, mit gedrückter Alt-Taste ist dieses Anführungszeichen beim Komma und mit Alt-Umschalt ist es ebenfalls hier das Schlusszeichen. Also nochmals, ich wähle Alt-Komma und für das Schlusszeichen Alt-Umschalt-Komma. Am besten merkst du dir diese Zeichen gleich und machst dir eine Notiz irgendwo im Computer oder auf einem Zettel. Genauso ist es hier nämlich falsch gelöst mit dem Gedankenstrich. Das ist ein Bindestrich und der ist kürzer. Der lange Gedankenstrich, der befindet sich hier mit der gedrückten Alt-Taste. Du siehst, jetzt ist er ein bisschen länger geworden und diese Auslassungspunkte sind nicht drei Punkte hintereinander, sondern typografisch richtig wäre Alt-Punkt. Und hier haben wir diese Auslassungspunkte, die ein bisschen breiter gesetzt sind und die eben als ein Buchstabe oder ein Zeichen behandelt werden.